Einen wunderschönen guten Morgen. Frage, Blick, fragender Blick Richtung Technik. Läuft der Stream? Wunderbar. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist der 16. September. Und wenn Daniel Schwert seine kleine Konversation beendet hat, können wir vielleicht ein wenig in die Tagesordnung einsteigen. Und ansonsten fange ich halt einfach mal an, nach dem Motto, ich lasse mich davon mal gar nicht irritieren. Und wir haben heute mehrere Krankmeldungen, die auch schon alle protokolliert sind. Top 1, Abstimmung über nicht öffentliche Teile. Der Vorstand möchte ganz gerne von euch, achso, wir sind beschlussfähig an der Stelle, möchte ich kurz festhalten. Der Vorstand möchte gerne einen nicht öffentlichen Teil für Personalia beantragen. Wir veranschlagen mal 60 Minuten. Es geht darum, die Fraktion in der Hinsicht zu informieren und dass wir gemeinsam vielleicht uns ein paar Dinge überlegen, die wir besser machen könnten. Gibt es dazu Fragebedarf? Daniel, bitte. Ja, ich habe dazu nur die Rückfrage, ob da mein beantragter und von vielen bereits diskutierter Tagesordnungspunkt inkludiert ist. Den würde ich dann ebenfalls damit reinnehmen, weil du ihn ja, ja beantragt hast. Alles klar. Björn. Ich habe kein Schreibrecht auf dem Protokollpad. Oh Mist, okay. Ja, machen wir das mal. Björn, könntest du bei der IT fragen, wenn ich das jetzt sozusagen, also, danke. Richtig, richtig. Dietmar, möchtest du als Mitglied des Vorstands eben mal kurz fragen, ob und wie das Schreibi Rechte kriegt, falls möglich, an der Stelle? Wenn das nötig sein wird. Falls. Wenn die IT korrekt arbeitet, ist das ja der Fall. So, kommen wir dann an der Stelle zur Abstimmung über den nicht öffentlichen Teil, dass wir den sozusagen im Anschluss an den öffentlichen Teil heute abhalten. Wer spricht sich für diesen nicht öffentlichen Teil aus? Ich sehe, dass es Nico nicht, okay, weil Nico die Information fehlte zu dem Zeitpunkt. Gibt es Enthaltungen an der Stelle? Eine, okay. Kommen wir dann also zum Top 2 Bericht des Vorstands und der Pressestelle. Wir hatten gestern eine etwas gekürzte Vorstandssitzung, weil obendrein die AG-Verantwortung in Neuss angesetzt war. Und dabei ging es unter anderem auch um die Erläuterung einer möglichen Referentenstelle für den noch zu beantragenden Parlamentarischen Untersuchungsausschuss NSU, dass sich so etwas auch entsprechend vorfinanzieren lässt, dass man eventuell einen Referenten einstellen könnte oder eine Referentin einstellen könnte, um da im Vorfeld auch schon unterstützend tätig zu werden. Ansonsten ging es halt hauptsächlich halt auch um Personalia. Es gab ein kleines Missverständnis im Bereich der Einreichung von Mitteilungen für das Presseteam. Da kommt es ab und an, passiert es dann halt technisch über Filterfunktion, dass eine Mail mal woanders einsortiert wird. Aber da wollte ich dann auch noch mal separat mit der IT reden, ob es da irgendeinen Trick für gibt. Ansonsten gab es aus unserer Sicht da nichts, was wir nicht heute dann auch im nicht öffentlichen Teil behandeln möchten. An der Stelle Bericht der Pressestelle. Es ist alles gesagt. Im Prinzip das Gleiche, was wir gestern im Vorstandsbereich schon hatten. An der Stelle, Entschuldigung, damit wären wir bei Top 2 durch, wenn es da keine Rückfragen gibt jetzt konkret. Daniel überlegt. Komm, Daniel.
Bitte. Ich habe jetzt gerade im Vorfeld nicht dran gedacht, also oder vielleicht auch nicht ganz verstanden. Habe ich das jetzt richtig verstanden, dass da jetzt auch noch was in den nicht öffentlichen Teil von kommt? Okay, dann reicht mir das aus. Danke. Harald, schönen guten Morgen. Du bist jetzt gerade reingekommen. Ich hatte gerade den Vorstandsbericht sozusagen eingebracht, nachdem gestern hatte das kurz erwähnt mit dem NSU-Ausschuss. Gibt es noch was Besonderes von deiner Sicht, was du öffentlich aus dem Bericht des Vorstands loswerden wolltest? Das meiste, was ich noch loswerden würde, betrifft mehr den geschlossenen Teil. Aber es ist dennoch vielleicht eine kleine Ergänzung. Es ist ja nachgefragt worden, was für Bewerbungen, die wir aktuell hatten, für einen, sag ich mal, Kostenaufwand da war. Das könnte ich natürlich hier in dem Kreis vielleicht noch mal zum Besten geben, wenn ich jetzt hier auf die Schnelle, ich bitte ehrlich um Entschuldigung, ich war früher Messdiener, da habe ich gelernt, mea culpa, mea maxima culpa zu sagen. Wenn ich jetzt die Unterlagen finde, da habe ich sie jetzt so langsam. Und zwar wollte ich die Frage beantworten, die gestellt worden ist für die Ausschreibung Innenpolitik und die Ausschreibung HFA, die ja aktuell läuft, Innenpolitik haben wir ja besetzt, welcher Kostenaufwand damit verbunden war, der liegt bei Innenpolitik bei 23.250 und bei HFA bei 17.480. Ich möchte aber an dieser Stelle gleich erwähnen, damit jetzt kein falscher Eindruck entsteht, weil das vielleicht unkommentiert bleibt. Diese Kosten bewegen sich, wenn wir breit ausschreiben, im vollkommen normalen Rahmen. Es macht ja keinen Sinn, wenn wir solche Ausschreibungen nur online schalten und müssen dann feststellen, es sind nicht genügend Bewerbungen eingegangen, müssen dann erneut ausschreiben und verlieren dabei Zeit. Den größten Kostenblock dabei macht eigentlich die Anzeigenschaltung in der Süddeutschen aus. Die Süddeutsche ist die teuerste. Wir schreiben dann also bei solchen Gesamtkosten, die wir hier haben, bei der Zeit der Süddeutschen, Academic, Stepstone, Neue Juristische Wochenzeitung und so weiter aus. Das ist also dann doch sehr breit gestreut, weil wir ja Interesse haben, auch einen unter qualifizierten Bewerbungen auswählen zu können. Ja, bewegt sich im normalen Rahmen, haben wir auch schon bei anderen Ausschreibungen gehabt, ist im Finanzplan im Großen und Ganzen auch berücksichtigt und wenn nicht, erfolgt das natürlich in einer aktuellen Anpassung, die ich dann ja immer wieder unterjährig hier auch in der Fraktion einbringe. Das war vielleicht jetzt noch zur Ergänzung. Ja, vielen Dank. Ich finde an der Stelle die schönste Anzeige, die wir jemals hatten, war die Zufallsplatzierung, wo auf der linken Seite unsere Stellenanzeige war und auf der rechten Seite die des Verfassungsschutzes, ich glaube Brandenburg zu dem Zeitpunkt. Also wenn man da wählen darf, wüsste ich, wo ich anfange. Danke, Harald. Top 3 Plenarrückblick war mehrfach ja immer wieder auch angefragt worden, dass wir mal kurz schauen, was war eigentlich in den vergangenen 3 Plenartagen an der Stelle, was lief gut, was lief weniger gut. Von meiner Warte aus, ich war sehr viel beschäftigt, durchs Gebäude zu laufen an der Stelle, um mit dem Feuerlöscher mehrere kleine verbale Brände zu löschen, die aber an der Stelle nicht erwähnenswert sind. Ich war sehr erstaunt, dass, ich möchte jetzt mal das Wort Fairness an der Stelle einwerfen, dass ich das Gefühl hatte, dass man uns fast wirklich fair behandelt an der Stelle auf politischer Augenhöhe. Es gab relativ wenig Zwischenrufe dieses Mal von allen Beteiligten aller Fraktionen. Also es war also im Vergleich, also jetzt bei der Haushaltsgeschichte, gut, da wird es immer ein bisschen lauter zwischendurch, aber bei den regulären Anträgen
war ich wirklich sehr erstaunt, wie ja, gediegen es ablief. Und Herr Jäger hat Dirk Schatz gelobt. Ich war ja bei einer Aktuellen Stunde, die ja doch relativ, ich sag mal, strittig zu behandeln ist. Also das hat mich schon sehr irritiert. Kommt vor, ne? Kann man mal gönnen. Ich möchte in dem Zusammenhang kurz anmerken, dass gerade die Rede vom Dirk auch draußen ziemlich gut angekommen ist. Jetzt sehe ich Wortmeldungen. Simone. Ja, danke. Eine Sache, ich weiß, es sind Obleute, Runden und andere Termine, aber wir haben alle die Rednerlisten im Vorfeld vorliegen, können das einschätzen. Also ich hatte eben dieses eine Beispiel, das hatte ich dann auch gesagt an dem Tag, als Oliver eine wunderschöne Block-2-Rede gehalten hat. Die fand ich richtig gut, hat klasse, hat Spaß gemacht. Und wir waren drei Leute von der Fraktion, die anwesend waren im Plenarsaal. Und das fand ich außerordentlich schade. Und ich glaube nicht, dass zeitgleich 15 Obleute-Runden waren. Also dass man einfach, ich weiß auch, ich bin nicht bei jedem Rede von unseren Rednern im Plenum, achte aber schon immer ein bisschen drauf, wie die Besetzung ist, wenn ich ohne Obleute-Runde den Saal verlasse. Und ich würde nochmal an alle appellieren, schaut vorher auf die Rednerliste, wer von uns redet vielleicht auch zu welchem Thema, dass wir in einer einigermaßen guten Besetzung im Plenum sind, wenigstens wenn unsere Leute reden. Danke. Olli. Ja, vorweg eine Anmerkung, wir hatten das ja eigentlich mal gemacht mit zwei Runden, eine Positiv-, eine Negativ-Runde, finde ich auch immer noch ganz gut. Das können wir vielleicht beim nächsten Mal machen. Da wir jetzt so angefangen haben, werde ich trotzdem jetzt Positiv und Negativ sagen. Positiv fand ich unseren Beitrag zur Haushaltsrede, auch wenn ich weiß, dass es sehr kurzfristig alles entstanden ist. Was bei rauskam, war zumindest, also es hat mich nicht super begeistert, aber es war besser als die anderen. Und nicht nur inhaltlich. Und SMS-Service Grumpy fand ich auch gut. Leider habe ich, da ich mein Telefon auf leise gestellt habe, es einmal auch verpeilt. Da müssen wir uns dran gewöhnen. Das kann man sich ja darauf einrichten. Ich fand insgesamt, was von schlecht war, insgesamt fand ich total wenig Dampf in der ganzen Haushaltsdebatte und auch die Mautdebatte. Ja, es war sehr schade, dass niemand von uns oder kaum jemand von uns da war. Ich hätte mir gerne bei meinem eigenen Beitrag etwas mehr Stimmung gewünscht, hatte mir das so richtig schön stimmungsvoll mit Laschet und Lindner auch noch vorher vorgestellt. Aber es war nicht nur bei uns wenig dahinter, es war insgesamt total wenig Lust im Parlament diesmal, fand ich. Wenig Zwischenrufe kann man positiv sehen, ich fand das negativ. Daniel, die... Ja, eine Rückfrage, habe ich jetzt SMS-Service? Was ist das? Das war das nur, weil ich mal nicht da war. Achso, hast du einen Spezial-SMS-Service? Alles klar, ich dachte, wir hätten das jetzt nach zwei Jahren tatsächlich geschafft, sowas irgendwie... Den SMS-Service hat Grumpy, glaube ich... Also persönlicher SMS-Service, alles klar. Dann initiiert, aber nicht nur mit... Gibt es jetzt einen SMS-Service oder nicht? Okay, also ich habe keine SMS bekommen. Sofern ich die korrekte Nummer vorliegen habe. Und dann ja, hast du, das ist die, über die wir zuletzt miteinander telefoniert haben. Also die hat sich seitdem... Dann werde ich das nochmal prüfen. Ja, nicht geändert. Also wirst du das zum nächsten Mal dann auch haben. Okay, sehr gut. Dann haben wir das geklärt. Was den Erinnerungsservice angeht... Dietmar, da würde ich dich gerne einmal persönlich ansprechen. Ich weiß nicht, ob es das Mittwoch, Donnerstag war, irgendwann. Das passiert aber auch bei anderen. Ich habe jetzt deinen Tweet in Erinnerung. Ich finde es nicht so schön, wenn wir uns quasi per Twitter so in der Allgemeinheit ins Plenum zurückzitieren. Also, weil dieser Tweet, der mir von dir aufgefallen war, sagen wir mal, jetzt nicht der netteste in meiner Empfindung war. Also ich würde vorschlagen, dass wir
darauf irgendwie möglichst verzichten. Ich glaube, das bringt uns auch keinen öffentlichen Mehrwert, wenn wir das über Twitter machen. Der Ingo wird mir möglicherweise recht geben. Also Twitter irgendwie gerne, DM zum Beispiel bekomme ich sofort und registriere die auch sofort. Aber öffentlich sollte man vielleicht möglichst darauf verzichten, so im eigenen Fraktionsinteresse. Ansonsten zu dem Rest ist im Prinzip, glaube ich, alles gesagt. Frank. Hey. Ich wollte eigentlich auch nur einen ganz kleinen Einwurf machen, aber da Olli jetzt gerade mit der Haushaltsdebatte anfing, wollte ich auch noch mal sagen, dass ich die auch sehr lasch fand. Also gerade er, der Herr Laschet, war ganz, also ganz, ganz schwach. Die war lasch, ja. Und die Lustlosigkeit, ich hab's auch bis heute nicht verstanden. Ich bin mal sehr gespannt jetzt auf die Einzelpläne, was da noch so passiert. Aber der erste Aufschlag war wirklich gar nichts. Und ja, nicht, dass das hier in Richtung GroKo noch irgendwie so weiter alles durchflutscht. Also ich denke, man muss wieder ein bisschen mehr Dampf rein. Auch, dass insgesamt die Stimmung, na, ich sag mal brav, habe ich hier gerade als Stichwort aufgeschrieben, dass man kann ja überall Taktik hinter vermuten. Also wenn halt alles ganz nett ist, dann fällt ja auch nichts auf. Das ist ja auch mal so ein Punkt. Also mich hat auch hier beim Thema Zeltstätte Antrag gewundert, von Serap Güler gelobt zu werden über den Antrag, sogar von der SPD. Tatsächlich machen tun sie natürlich was ganz anderes, aber reden halt nett und ohne aufzufallen. Ich denke mal, das tut gut, wenn wir nächstes Mal wieder ein bisschen aufregen vielleicht. Nicht Punkrock oder so, das ist jetzt mal an anderer Stelle zu tun, zu überlegen, wie wir aufregen, inhaltlich aufregen vielleicht auch. Aber da haben wir noch ein paar Tage Zeit, die nötigen Anträge dafür zu schreiben. Ansonsten mehr Redeanalyse habe ich mir selber vorgenommen, aber komme nicht dazu. Ich arbeite dran. Stichwort Twitter. Die Aussage von Daniel, man könnte ja auch Direktnachrichten und Twitter mehr nutzen, hat mich dazu verleitet, mich doch noch mal kurz zu Wort zu melden, weil, um das positiv zu sagen, ich fand das total klasse, dass ganz viele MDL aus dem Plenarsaal heraus getwittert haben und auch Inhalte verbreitet haben und auch die Redner unserer politischen Gegner, die Reden unserer politischen Gegner kommentiert hatten. So lebt Twitter, das macht Spaß zu lesen. Aus Sicht der Fraktion würde es allerdings noch mehr Spaß machen, wenn dann genau für solche Tweets auch unser Fraktionsaccount genutzt werden würde. Weil wir sind in der Pressestelle, wie ihr wisst, seit dem Weggang von Simone personell geschwächt und haben uns das so aufgeteilt, dass der Jens sich um die tagesaktuelle Presse kümmert, die aktiv nach draußen geht und ich mich halt eben um die Kohlen kümmere, die in diversen Feuern liegen. Und da bleibt halt einfach für uns beide keine Zeit mehr, den Stream zu verfolgen und das dann halt eben bei Twitter zu kommentieren. Was aber auch, selbst wenn wir es tun könnten, gar nicht im Sinne des Erfinders wäre, weil unsere Follower wollen halt eben wissen und erfahren, was ihr darüber denkt. Und deswegen würde es durchaus Sinn machen, aus Sicht der Fraktion, wenn ihr, die ihr im Plenarsaal sitzt, dann halt eben auch diesen Fraktionsaccount nutzt. Und von daher einfach nur noch mal der Appell aus Sicht von einem funktionierenden, tollen Web 2.0-Auftritt, dass ihr einfach diesen 20-Piraten-Account nutzt. Es sei denn, ihr sagt, ihr wollt das nicht. Dann ist okay, aber dann würde ich gerne mich über diese Info freuen, weil dann brauche ich das auch nie wieder anzusprechen, weil das ist ja sonst für euch und für mich lästig, wenn ich jedes Mal zur Plenarsitzung täglich grüßt das Murmeltierspiele. Dann habe ich den Dietmar. Ja, ich fand die Haushaltsdebatte, was die anderen betrifft, auch außerordentlich Laschet. Und das war wirklich sicher kein Highlight in der Parlamentsgeschichte Nordrhein-Westfalens im Zusammenhang mit Haushalt. Ich denke, und da lobe ich uns jetzt mal, ich glaube, wir haben das ganz gut gemacht. Da war Pfeffer drin, sowohl inhaltlich als auch polemisch.
Ich denke mal, weil Olli hatte ja im Vorfeld sehr ausführlich ein Szenario beschrieben, was er sich so wünscht, so quasi wie so eine Geschichte aufgeschrieben, Dramaturgie und. Ich weiß nicht, ob das voll getroffen hat, was wir gemacht haben, aber ich denke, es ging in die Richtung. Nur eins muss klar sein, der Haushalt NRW für 2015, aber auch noch für 2014, ist, na, ich sag mal, die Achillesferse der Politik insgesamt. Und wie ich das auch schon ausgeführt hatte, bezogen auf das Zitat von Novabo in so einer Vorlage gegenüber, die er dem Kommunalausschuss vorgelegt hat, NRW ist pleite, NRW weiß nicht, wo das Geld herkommt und die Weißen wissen auch vor allen Dingen gar nicht, die haben eigentlich meines Erachtens überhaupt gar keinen Plan hier von dem, was Politik heißt. Um es ganz klar auf den Punkt zu bringen. Hier haben einige, nicht hier in der Fraktion, aber hier haben einige im Land offensichtlich keinen Plan, was hier ablaufen soll. Also ich muss ganz ehrlich sagen, so wie ich das gesagt habe, planlos, kraftlos, hilflos, zerfahren. Und ich denke, wir haben viele Möglichkeiten, hier unsere politischen Inhalte zu schärfen und scharf nach vorne zu stellen, auch zu präsentieren. Und ich denke, dass wir da eine Menge zu tun haben werden, aber auch eine Menge tun können, gerade in den nächsten Wochen, wenn es auf die zweite Lesung zugeht. Und da sollten wir einfach auch nochmal vielleicht in Klausur gehen und das ein oder andere dann zusammentragen, was auch Referenten, ich habe mit einigen schon gesprochen, die sind eigentlich auch begierlich, Dinge zu tun und das sollten wir einfach auch stützen. Und auch in jeder in seinem Bereich sollte man gucken in den nächsten Tagen, wo wir hier auch auf der Basis unserer Programmatik echt was auf die Beine stellen können, was wir dann auch so plakativ, von mir aus Punkrock-artig nach vorne peitschen können und sollten, um eben, ich sag mal, dieses Vakuum, was hier anscheinend in NRW herrscht, was Haushaltspolitik und was vor allen Dingen Politik angeht, ein bisschen zu füllen. Also das nur so als Statement. Der Joachim, der hatte gesagt, sagt der Dietmar aber harte Worte, so nach dem Motto, die haben ja keinen Plan. Also ich habe ehrlich gesagt in der Haushaltsdebatte am Mittwoch keinen Plan erkennen können. Keinen Plan erkennen können. Das war ein Herumdoktern an Symptomen, die selbst geschaffen worden sind, nämlich durch Fehlkalkulationen, durch Fehleinschätzungen der letzten Jahre im Bereich der Finanzpolitik, im Bereich der Finanzen insgesamt. Und was mir besonders aufgefallen ist in der Haushaltsdebatte, war der Punkt, dass die ach so beliebte kommunale Familie im Prinzip völlig hinten runtergefallen ist. Das hat hier im Hause fast niemanden interessiert. Ganz ehrlich, guckt euch das nochmal an. Ich habe da nichts von erkennen können. Bitte? Brauchen die gerade nicht. Brauchen die gerade nicht, hast du gesagt, oder? Weil die Kommunalwahl ist vorbei, ne? Ja, genau den Eindruck habe ich nämlich auch gewonnen. Und von daher denke ich, dass wir auch in dem Bereich sicherlich noch einiges machen können. Denn unsere Kommunalmandatsträger, die wir ja nun zahlreich haben mittlerweile, wie viel sind es? 400 so? Ne? Nee, jetzt hier in NRW. Irgendwie sowas. 120 in NRW, werden sicherlich auch mit Freuden zur Kenntnis nehmen, dass wir auch selbstverständlich im Landtag da einiges noch auf den Weg bringen können, was die kommunale Familie, was die Kommunen angeht. Und da gibt es ja, ne, Frank, durch dich und Toso, auch den entsprechenden Kontakt, den man sicherlich auch im Rahmen der Haushaltsberatungen der weiteren intensivieren kann. Danke. Joachim. Ja, der Dietmar hat schon vieles gesagt. Ich will eigentlich nur noch einen zum Thema Haushalt und danach auch noch zu den anderen Stellungen hier mal zur Haushaltsdebatte einen Punkt versuchen, ein bisschen hervorzuheben, der so immer unter den Tisch fällt. Man gewinnt so hintergründig betrachtet den Eindruck, dass sowas wie eine, ich sag mal, bewusst gestaltende Strukturpolitik seit den Zeiten von Johannes Rau in diesem Bundesland überhaupt nicht mehr stattfindet. Und insofern haben wir auch die richtigen Schwerpunkte gesetzt, indem wir gesagt haben, Bildung und Infrastruktur, die wesentlichen Punkte, dann noch mit, als jetzt in Anführungszeichen, als Appendix Kommunen, weil da gibt es ja noch den eigenen Tagesordnungspunkt GfG, dem ich leider nicht beiwohnen konnte, weil ich anderweitig Verpflichtungen hatte.
Aber ich denke, unsere Beiträge haben in der Haushaltsdebatte für, im positiven Sinne von unserer Sicht aus gesehen, für Verärgerung gesorgt. Auch für vielleicht für sich ertappt fühlen. Und wenn man auf die anderen nochmal eingeht, ist die ganze Zeit über Herrn Laschet geredet worden. Mir ist auch aufgefallen, wie angeschossen eigentlich die Rede von Herrn Lindner wirkte. Das war auch eher saft- und kraftlos, um mal ein anderes Wording zu nehmen. Von daher denke ich an der Stelle weiter so. Was auch besonders erfreulich ist, ich gehe jetzt mal auf die Form ein, die wir gewählt haben. Es ist natürlich kein Geheimnis in der Fraktion, dass die Ansprüche an die Redenvorbereitungen von Dietmar und mir völlig unterschiedlich sind. Und wir sind jetzt aber mittlerweile so weit im Referentenstab und auch unter uns MDL, dass wir dieser Tatsache wirklich aktiv Rechnung tragen und etwas weiter im Vorfeld als dieses Mal an der Stelle da bei den nächsten Runden zum Haushalt konstruktiv tätig werden. Ich beziehe sowas immer auf mich, wenn so Zwischendingsbums kommen. Kurz zur Rede von Dirk, ohne jetzt Dirks Leistung schmälern zu wollen, das Lob von Herrn Jäger würde ich jetzt nicht überbewerten, denn du hast in deiner Rede ja auch die Landesregierung für das, was sie tut, so ein bisschen gelobt und das war eher so ein positives Tit for Tat, was da gekommen ist. Bitte? Nein, du hast gesagt, an einigen Stellen würden sie das Richtige tun. Zumindest. Okay, aber gut. Wie gesagt, das war, glaube ich, ein Tit for Tat. Dann sind mir noch zwei andere Sachen aufgefallen. Ich muss da gegenüber, glaube ich, denke ich auch von mir aus, der Fraktion gegenüber Rede und Antwort stehen. Ich hatte mir eine bis ins Letzte ausformulierte Rede, wir hatten das ja in einem Mumble besprochen, dass ich zur digitalen Agenda den Aufschlag mache, wirklich vorbereitet, wo ich bis in die Satzmelodie hinein das schon alles im Kopf hatte und dann passiert diese Rede nach der Fragestunde fälschlicherweise davon ausgehend, dass die Befragung von Herrn Remmel etwas länger dauert, bin ich nochmal auf die Toilette gegangen. Ich komme aus der Toilette raus, da steht draußen die Moni, sagt, komm mal mit. Ich sage, nee, ich muss reinreden. Sagt die, brauchst gar nicht reingehen, passiert schon, Lukas redet schon. Ich habe mir dann, bin erstmal in meinem Büro unter den Teppich gekrochen und habe dann Lukas Rede zu Ende angehört und muss wirklich sagen, er hat sich dabei nicht wohl gefühlt, das hat er mir nachher noch gesagt, aber er hat das super gemacht, an der Stelle den Notanker zu spielen und ich konnte sogar Überlegungen meiner Satzmelodie beim Lukas wiedererkennen. Das war wirklich eine ganz große Nummer von Lukas. Das möchte ich immer sagen. Deswegen vielen Dank an Lukas und Entschuldigung meinerseits. Darüber hinaus hat mir die letzte Rede so als Abrundung der Plenartage von Lukas zum Thema Kulturförderung auch ausnehmend gut gefallen. Das war's fürs Erste. Ja. Was? Hast du dich auch gemeldet? Schade, weil möglicherweise hätte ich von dir gerne noch was dazu gehört, und zwar zu dem, was Ingo eben gesagt hatte. Wir sollten das vielleicht nochmal abschließend oder uns dahingehend abschließend beraten. Ingo hat ja vorhin darum gebeten, dass aus dem Plenarsaal mit dem 20-Piraten-Account getwittert wird. Ich habe ja auch, wie viele andere auch, Zugriff auf den 20-Piraten-Account. Ich kenne also mindestens auch eine Konversation, die ja zwischen Daniel und Ingo dann auch gelaufen ist. Ich sage jetzt mal sinngemäß, und das möchte ich soweit ein Stück weit unterschreiben, wir twittern ja selber, oder viele von uns, einige von uns twittern selber aus dem Plenarsaal. Ich glaube, das funktioniert gar nicht so unbedingt so, dass wir das über den 20-Piraten-Account machen. Ich gebe dir natürlich recht, Ingo, das wäre wünschenswert. Und sicherlich ist auch der ein oder andere Tweet gut geeignet, den über den offiziellen Account rauszuhauen und eben nicht über den persönlichen Account. Ich finde das aber dann teilweise so im Plenarsaal recht schwierig. Also ich reagiere dann auf Twitter oder agiere auf Twitter dann eher so ein bisschen impulsiv, spontan. Und ich weiß nicht, ob dann jeder Tweet dann tatsächlich geeignet ist, den über den 20-Piraten-Account rauszuhauen.
Und für mich persönlich ist es auch schwierig, mir da die Gedanken zu machen, ob ich jetzt diesen Tweet jetzt über 20 Piraten oder meinen persönlichen Account oder was auch immer dann tatsächlich raushauen kann. Ich würde mir wünschen an der Stelle, also ich sehe ja die Probleme, die eben in der Pressestelle dann auch sind, was das Personelle auch angeht. Ich würde mir wünschen, dass wir dann versuchen, das passiert ja zum Teil auch, dann halt einfach mehr Tweets von den Abgeordneten irgendwie dann zu retweeten. Das ist vielleicht so ein Mittelweg, den wir da irgendwie gehen können. Ich glaube, anders, irgendwo bei allem Verständnis, anders werden wir es, glaube ich, nicht hinkriegen. Also, dass jetzt da 3-4 Leute von uns aus dem Plenarsaal aktiv twittern und den eigenen Account irgendwie ein bisschen liegen lassen, ich fürchte, das wird einfach nicht passieren. Wir müssten uns eher Gedanken machen, wie Plan B da sozusagen aussehen könnte. Und das könnte aus meiner Sicht halt eben als Vorschlag die Möglichkeit des Retweetens sein. Ja, Politik. Daniel Schwert habe ich auf der Liste stehen. Ja, Daniel hat es gerade gesagt, also das mit den Retweets ist vielleicht eine Lösung, dass man, wenn man nicht selbst dazu kommt, was zu schreiben, wenigstens vielleicht einfach so eine Handvoll von den Tweets, von denen man das geeignet finde, zu retweeten, wäre ja vielleicht eine Lösung dafür. Ansonsten, nee, ich habe auch jetzt nicht die Zeit und ehrlich gesagt auch nicht die Lust, den 20-Piraten-Account zu spielen. Gut, an der Stelle sehe ich keine weiteren Wortmeldungen. Soviel zum politischen Rückblick der letzten 3 Plenartage. Und damit können wir Top 3 schließen und gehen zu Top 4. Das wären die Umlaufbeschlüsse. Bis dato lagen mir keine weiteren, oder wir haben keine weiteren abgehalten im Augenblick. Und damit kommen wir zu Top 5. Und wenn der Dirk möchte, dann haben wir endlich den ewig verschobenen Satzungsänderungsantrag. Nein, nein, von Dirk erstmal. Ja, also das Problem ist nur, es tut mir sehr leid. Aktuell sind wir jetzt 12 Personen. Das heißt, für eine Satzungsänderung reicht es nicht mal. Selbst wenn jetzt der 13. reinkäme, wäre es aber tatsächlich schon arg knapp. Es ist halt scheiße, aber was soll ich machen? Also müssen wir wieder verschieben. Ich glaube, dieses Argument ist valide an der Stelle. Es betrifft auch Top 6 an der Stelle. Wenn jetzt niemand was Spontanes noch hat für den regulären Teil, möchte ich vor allen Dingen darauf aufmerksam machen, dass am Freitag das Antragsmumble ist. Das bedeutet, wir brauchen eure Anträge für das nächste Plenum bis Freitag 12 Uhr. Und Nico? Achso. Von daher in der Kürze der Zeit. Es gibt ja einzelne Möglichkeiten, wie wir festgestellt haben, aufgrund eines Antrags, den wir hier schon mal drin hatten, im Bereich der Wirtschaftsspionage, vielleicht aus aktuellem Anlass. Es wird ja auch im Innenausschuss diskutiert werden, glaube ich. Wirtschaftsspionage. Eine aktuelle Viertelstunde. Möchtest du da kurz drauf eingehen? Oder? Dass das thematisiert wird. Achso, wir haben eine aktuelle Viertelstunde beantragt, aufgrund der Meldung vom Wochenende ein weiteres Puzzlestückchen aus diesem großen Haufen von Dokumenten, die da immer noch beim Spiegel und bei anderen Zeitungen lagern von Edward Snowden, hat der Spiegel wieder rausgekramt. Und ja, ich denke mal, das Thema entwickelt sich noch. Bisher war es ja so, dass bei den Anhörungen hier von Antrag Wirtschaftsspionage mal gesagt wurde, wir haben eigentlich keine Erkenntnisse, dass hier irgendwas ist in Nordrhein-Westfalen. Jetzt gibt es Erkenntnisse, nicht nur Erkenntnisse, sondern gibt dann tatsächlich einen Fall, der jetzt öffentlich geworden ist. Und
ja, darüber sprechen wir in der aktuellen Viertelstunde und dann gegebenenfalls auch mit den Erkenntnissen, die da kommen, was da gesagt wird, mit einem Antrag. Daniel, ich denke mal, du bist dabei. Und was dann... Gut, ich denke mal, Thema kann man schon mal vorbereiten, Datenschutz, LDI und wir haben Haushaltsdebatte. Also einiges zeichnet sich da ab, denke ich mal. Ja, ich denke mal, wird spannend, wird leider nicht gestreamt. Sorry, ist aber natürlich öffentlich, die Sitzung mit beschränkten Platzkapazitäten. Donnerstag, 10 Uhr. Direkt dazu. Genau. Ich habe mich gestern so ein bisschen im Mumble rumgetrieben und da bin ich zufällig auf die Bundesredaktions, wie heißen die, AG, eine SG, die sich halt mit Medien und Pressearbeit, Öffentlichkeitsarbeit der Piratenpartei befasst, bin ich da gestoßen und die sagt, die waren sehr interessiert auch an diesem Thema und bitte sich mit denen auch nochmal in Verbindung setzen und dann, damit das da ein bisschen gepusht werden kann, auch auf Bundesebene. Das dazu, dann habe ich noch einen eigenen Punkt. Wer ist das jetzt? Ich schicke euch beiden noch die gleich eine Mail, ja. Ich hatte ja vor zwei Wochen schon gesagt, dass aus den USA der Tom Clemens nach Deutschland kommt für eine Woche. Das ist jemand, der sich gut auskennt mit der Atomanlage im Savannah River in den USA, wo ja der Atommüll aus Jülich ziemlich sicher illegal hin verbracht werden soll, weil Jülich ja geräumt werden muss. Es ist so, dass es am Sonntag jetzt, am 21.09., da einen Spaziergang in Jülich geben wird, wo der Tom eine Rede am Haupttor hält. Es gibt zwei weitere Redner. Der WDR-Hörfunk ist generell an dieser ganzen Tom-Tour sehr interessiert. Wo er dann seinen Schwerpunkt innerhalb dieser einwöchigen Tour setzen wird, wissen wir noch nicht. Nach Ende dieser Veranstaltung da am Sonntag ist noch vielleicht eine symbolische Aktion für die Medien geplant, dass sich vielleicht ein paar Leute auf Gleise setzen oder irgend sowas, nichts Ernstes, nur halt eben symbolisch. Am Montag wird es dann interessant für uns. Da ist der Tom Clemens hier um 10 Uhr vormittags zur Landespressekonferenz. Das wird ungefähr eine Stunde dauern, ist so geplant. Es wird 3 Statements, a 7 Minuten geben von Tom und von anderen. Im Laufe des Nachmittags werden wir hier im Landtag ein Gespräch durchführen mit dem Tom Clemens und eingeladen werden und sind die Vertreter der anderen Fraktionen hier im Landtag. Das ist von 14 bis 16 Uhr. Und um 19 Uhr führen wir, also die Piratenfraktion, dann eine Veranstaltung durch. Kolpinghaus. Da wird der Tom also ungefähr einen 45-minütigen PowerPoint-Vortrag halten. Da anschließend ist dann Diskussion. Am Dienstag fährt Tom dann mal zur Begehung des AVRs und des Kastorenlagers. Darüber, wer da dran teilnehmen will, 13.30 Uhr bis 17 Uhr am Dienstag, sollte sich über den Oliver Krischer, das ist ein Mitglied des Bundestages der Grünen, über dessen Wahlkreisbüro da anmelden. Das ist wahrscheinlich sehr begrenzt, wer da daran teilnehmen kann, weil das halt auf Privatgelände ist und die Betreiber da eben ihr Placet geben müssen. Dann gibt es noch eine Abendveranstaltung in Jülich im Dietrich-Bonhoeffer-Haus um 18.30 Uhr, eine Podiumsdiskussion, wo die Bundesregierung schon abgesagt hat und am Sonntag zumindest die Teilnahme der Landesregierung noch ungewiss war. Mittwoch gibt es dann noch ein Pressegespräch vor dem Tor in Ahaus um 11.30 Uhr und dann fährt der Tom über Münster nach Hamburg. Hamburg ist ein Hauptumschlagplatz für radioaktive Transporte in Deutschland. Da macht er dann um 19 Uhr abends am Mittwoch zusammen mit dem Atombüro Hamburg eine Veranstaltung zu Atomtransporten. Vormittags gibt es dann noch ein Arbeitsfrühstück, also am Donnerstagvormittag, am folgenden Tag, ein Arbeitsfrühstück mit Greenpeace Hamburg und dann geht es weiter nach Berlin, wo er dann am Nachmittag Gespräche mit den Bundestagsfraktionen führt. Am Freitag gibt es um 9 Uhr ein Pressefrühstück in Berlin mit ausgewählten Journalisten der Hauptstadtpresse, die da am Thema interessiert sind. Und 11 Uhr bis 12.30 Uhr dann Gespräche noch mit linken und grünen Fraktionen und NGOs. Das ist so die Tour und wie gesagt, unser Part ist hauptsächlich hier am Montag, Nachmittag und Montagabend. Dazu kommen dann auch noch Ihre Informationen auch an Ingo. Das war's. Fragen, Kommentare, Anmerkungen?
Belehrungen. Jo, danke, Danebot. Ah, Frank. Harald. Ja. Ich wollte vorschlagen, dass du dazu einen Blogbeitrag machst, als Minimum, damit man das auch alles. Das ist auch etwas, was ich gestern mit dieser SG-Presse oder Öffentlichkeitsarbeit besprochen habe. Die wollen sehr gerne einen Blogbeitrag haben und die wollen ihn gerne als Erste haben. Das heißt, dass sie den veröffentlichen, bevor wir das im NRW-Blog tun. Die hatten da einen Grund für, das hat irgendwas mit Google-Rankings zu tun. Die meinen, das erzählen sie immer. Ich habe denen gesagt, das können wir so machen, dann kriegen sie den Blogbeitrag, können ihn veröffentlichen und wir machen dann eine Viertelstunde, danach setzen wir den online. Ist, glaube ich, egal, oder? Ingo? Was mal? Was? Eine Viertelstunde reicht erfahrungsgemäß nicht aus. Wir reden da über 24 Stunden. Das finde ich jetzt ein bisschen kritisch, dass wir in Nordrhein-Westfalen 24 Stunden später kommen sollten. Deswegen haben wir das bisher nicht wirklich ja, okay, das gemacht. Müssen wir dann nochmal besprechen, das brauchen wir jetzt nicht hier besprechen. Machen wir intern, ne? Da wollte ich gerade sagen, da könnt ihr euch ja vielleicht in einer kleinen Runde zusammenhocken mit mehreren. Und ich glaube, gleich explodiert wieder einer der Fernseher. Harald habe ich auf der Liste. Ja, können wir auch intern machen, weil kostet ja auch sicherlich Geld, ne? Kostet Geld? Wenn ich einen Blogbeitrag schreibe, ja. Und die Dings hier, Rechte, wie heißen die noch? Leistungsschutzrechte. Gut, an der Stelle, glaube ich, hat sich gerade eine neue lustige Arbeitsgruppe gegründet. Wenn es sonst gerade nichts weiteres für den Bereich Sonstiges gibt, sind wir völlig unerwarteterweise um 10.46 Uhr am Ende des öffentlichen Teils angekommen. Von daher möchte ich mich ganz herzlich bei allen Anwesenden und Beteiligten bedanken und dann sehen wir uns nächste Woche Dienstag wieder hier bei unserer nächsten Fraktionssitzung. Und somit würde ich sagen, machen wir bis 11 Uhr Pause und gehen jetzt dann in den nicht öffentlichen Teil. Vielen Dank. Ciao, Stream.